rüber nach Bulburan und holen dort die Rinder. Schon wieder eine Beförderung. Hier geht mal ein bisschen nach oben. Bunduk auch. So. Katrin, du hast schlechte Ausrüstung. Dann werde ich dich mal ein bisschen ausrüsten. So. Und Stiefel noch. Alles ein bisschen runter tun. Gut. Jetzt bist du wenigstens ein bisschen ausgerüstet. Du hast Inventarverwaltung. Wieso hast du Inventarverwaltung so hoch? Dann mache ich dich lieber auf Stärke und Schlagkraft. So. Das bringt ihr gar nichts. Sie hat ja so kein eigenes Inventar. Und du hast... Ja, machst auch auf Stärke. Wir brauchen gute Krieger. Die werden später sehr stark, wenn man sie auf Krieger trimmt. So, Buluban. Bisschen die Musik noch lauter machen. Kauft Vorräte von... Geht zum Dorfzentrum müssen wir. Vorräte kaufen Rinder. Ich nehme mal 5. Schauen wir an. Ach komm, ihr blöden Rinde. Was ist jetzt schon wieder? Oh, hier. Ganze Zeit haben die irgendwelche Problemchen. Cool. Mein Herr, unser Dorf ist dankbar für eure Hilfe. Mit den 5 Rindern, die ihr gebracht habt, können wir nun eine eigene Herde züchten. Habt ihr Aufgaben? Nein, momentan nicht. So. Dann gehen wir mal nach Kudan. Schenke. Oh, Bauer. Dann das Dorf Usulum. Befreien. Okay, das machen wir noch da. Und dann muss ich leider die Aufnahmesession beenden. Ich werde langsam müde und ja, sonst habe ich zu viele Videos noch. Aber ihr merkt es ja nicht, die Pause. Ich nehme immer so auf, dass ich genug habe bis zur nächsten Aufnahmesession. Ich mache den Sound wieder ein bisschen leiser. Das macht mir in den Ohren ein bisschen zu fest weh, wenn die so aufdrehen. So. Dann gehen wir nach Usulum.
Hier gibt's irgendwo einen Krieg. Ja, das nächste Mal schützen wir uns ein bisschen von diesen Banditen. Es sind schon recht viele dort. Und ja, vielleicht müssen wir dann wieder in den Krieg ziehen. Sonst bauen wir einfach unser Dorf ein bisschen aus. Mal schauen, ob wir dann noch ein paar Level-Ups bekommen. Wenn wir viele Gegner besiegen, geht es natürlich rasend schnell. Drei, vier, fünf, sechs, sieben. Nein. Okay. So. Schauen wir noch kurz. Machen wir die Leute noch kurz. Und jetzt Berichte. Charakterbericht. 10 Ehre und 6 Recht auf Regierung. Okay. Gefährtenmissions... Beziehungen. Ja, sieht schon viel besser aus. Diese zwei sind klar. Gegen die haben wir gekämpft. Und sonst, ja. Ist nicht so schlimm. Alles gut. Okay. Was haben die eigentlich für Ruf? Ja, recht gut. Ist gegenüber einladend. Einladend, vermeintlich kriegerisch. Okay. Ja, den Rest machen wir dann das nächste Mal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ja, vielleicht hat es euch gefallen. Ich hoffe sehr. Und ja, ihr dürft gerne ein paar Sachen, Meinungen sagen, Wünsche äußern, alles Mögliche. Da wäre ich sehr froh darüber, wenn ihr ein bisschen mit mir redet, quatscht und so. Jo, momentan ist es einfach so, dass es auf YouTube ein bisschen langweilig ist. Und ich wäre froh, wenn ich jemand zum Quasseln habe, zum Chatten habe, zum ja, Kommentar beantworten habe. Und auch etwas in Form machen kann. Wäre gut, dass, wenn ihr euch in Form ein bisschen umschaut und eventuell euch registriert und ein bisschen Sachen plaudern. Und ja. Dann bin ich ja bei Twitch, Facebook, Google+, überall bin ich eigentlich schon fast. Und ja, da könnt ihr auch vorbeischauen. Die meisten Links sind im Kanal und ja. Also, bis zum nächsten Mal. Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss.